Immer noch keine Toten. Mist. Wir brauchen eine Schrotflinte, sonst geht's nicht weiter. Klar geht's weiter, aber nicht so weiter. Vielleicht ist ja da eine Schrotflinte drin. Gebt die Hoffnung nicht auf. Ein Fallschirm. Blöder Mist. Okay, da war mir schon ein, zweimal behilflich in einer beklemmenden Lage. Ein paar Mal hat man ihn schon mal gebraucht, aber... eine Schrotflinte ist natürlich das Nonplusultra. Uah. Diese verdammten Blasen, ich trau denen nicht. Oder ich trau mich jedenfalls nicht. Was hat der in seinen Schatzkisten? Ich werd ja wahrscheinlich nie zu dem durchkommen und ihn besiegen können. Aber es würde mich echt interessieren, was da drin ist. Nur deshalb habe ich es überhaupt ein paar Mal probiert, weil ich wissen will, was der da versteckt hält. Oder was der da bewacht, besser gesagt. So, Frau. Wisst ihr, was ist da ganz rechts? Kann ich nach ganz rechts gucken? Dann gehen wir halt nach ganz links. Wenn ich rechts nicht sehe. Oh, großartig. Ah! Gut. Das hat gut geklappt. Scheiße. Okay. Keine Toten, verdammt. Was kostet eine Schrotflinte? 15.000? Also wenn wir... Wenn wir einen Shop finden, der eine Schrotflinte führt. Was ist das denn? Achso, das ist die kaputte Truhe. Die kann man mitnehmen? Das sah aus, als ob da eine Schrotflinte liegt. Also, wenn da ein Shop ist, der eine Schrotflinte hat, dann können wir die ja einfach aufheben und den Shopkeeper erschießen. Das geht ziemlich gut. Und dann haben wir ja unsere Schrotflinte. Zwar ziemlich sicher, wenn wir sie uns nicht leisten können. Oh, sehr gut. Mist, schnell, schnell, schnell. Scheiße. Verdammt, ey. Ja, ich bring dir das nächste Mal eine Schrotflinte mit. Versprochen? Nee, ich kann überhaupt nichts versprechen. Verdammt. Jetzt sind wir wieder hier und haben wieder keinen Rückfahrtsschein sozusagen. Ah, Mann. Wenn ich jetzt eine Schrotflinte finden würde, dann wäre mir ja auch schon ein bisschen geholfen. Komm, die Kiste da. Das ist bestimmt meine Glückskiste. Ach, ein Messer. Oder eine Machete, ne? Oh, hatte ich ja noch nie. Machete zum Zerschneiden und Würfeln. Geht durch die Monster wie Butter. Zum Zerschneiden und Würfeln? Wieso zum Würfeln? Hm. Ja, gut. Also anscheinend wirklich nur eine Waffe und nichts zum Graben. Oh nein! Ich wollte doch gerade springen, scheiße. Mann, jetzt habe ich meine Machete verloren. Und einen Gesundheitspunkt auch noch. Was ist da drin? Na toll, den Edelstein habe ich den Graben runtergeschmissen. So ein blöder Mist. Oh. Na gut, schnell weiter. Diese schandhafte Statistik brauche ich mir nicht angucken. Was ist das da? Wow. Was ist das denn hier für ein Kopf? Habe ich mit dem schon mal irgendwas gemacht? Den sprengen wir jetzt mal. So, hoffentlich war das eine gute Idee. Okay, unzerstörbar. Hallo? Hm. Dem Kopf scheint ja irgendwie überhaupt nicht zu interessieren, was wir da treiben. Auch wieder nichts Großartiges drin. Komm her, scheiß Alien. Warum hauen denn die ab? Die fliegen immer gleich nach oben, damit sie uns angreifen können. Nur. So. Okay, guck mal, von der Mine her, hat er nicht rumgeheult, dass wir von ihm wegbleiben sollen. Also die Mine hat dieser Typ da nicht mit uns in Verbindung gebracht. Das ist eigentlich gut zu wissen. Mit einem Energiepunkt raus. Das wird eh nichts. Es ist alles hoffnungslos. Ich bin einfach ein Versager in Spelunky. Mist. Komm her, scheiß... Mann. So. Hoch und Shotgun rausgeholt. Eine Machete. Na gut. Können wir gleich am Yeti probieren. Oder da. Nee, an dem Außerirdischen nicht. Schnipp. Hm. Gut. Hat funktioniert. Aber der hatte sowieso nur noch einen Energiepunkt wahrscheinlich. Oder eine Einheit oder wie auch immer. Den hätten wir jetzt auch mit der Peitsche mit einem Schlag besiegt. Denke ich mir zumindest mal so. Was ist denn hier unten? Aber warum sind denn die Abgründe hier so groß, verdammt?
Hier sind die Abgründe so groß und im Tempel gibt es Abschnitte, die man nur mit einem bestimmten Ausrüstungsgegenstand überlebt. Wo es sonst unmöglich ist, etwas zu tun. Und das ist doch beides irgendwie nicht in Ordnung. Oh. Wow. Das war... Oh toll, da ist ja sogar ein bodenloser Abgrund. Das gibt's doch nicht. So. Also, willkommen zurück im Dschungel. Wir holen uns jetzt eine Shotgun. Nein, ich will ja nur eine Shotgun. Mist, der da oben hat auch keine. Mir vergeht so schnell die Lust an Spelunky, weil ich nichts erreiche. Ich schaff ja nichts. Bin ich eigentlich schlecht oder ist das Spiel so knallhart? Ich brauch irgendwas. Gebt mir doch mal irgendwas. Da war aber eben noch eine Frau. Ja, da links. Okay. Das ist zumindest mal irgendwas. Gebt mir irgendwas, okay? Das ist etwas. So, komm mit, Frau. Und da ist auch der Götze. Nein, ich scheiß auf den Götzen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Geld, wir brauchen nur Leben. Wirklich, wenn da irgendwo eine Shotgun ist in einem Shop, dann bekomme ich die, egal ob ich sie mir leisten kann oder nicht. Deshalb brauchen wir kein Geld. Oder gib mir doch einfach die Untotenwelt. Das würde doch auch schon reichen. Ich denke immer, die Untotenwelt zu bekommen ist doch wahrscheinlicher, als jetzt einen Shopkeeper zu finden. Erstens. Und dann auch noch einen, der eine Shotgun auf Lager hat. Das ist ja nun mal nicht so üblich. Ach, scheiße, ich hasse das. Was ist hier? Wieder nichts. Am besten muss ich wieder Ausrüstung verschwenden. Das nervt. Ah. Rüber, rüber. Oh, noch eine Frau. Okay, die Affen sehen mich, glaube ich, nicht von hier unten. Und da ist der Ausgang. Gut. Wunderbar. Trotzdem, wir hätten jetzt 6 Energiepunkte haben können. Dieser verdammte Abgrund, das war nur ein Block wahrscheinlich. Ein Block weniger und wir hätten keinen Schaden genommen. Aber nein, es muss ja so laufen, dass das Spiel einen Vorteil davon hat, nicht wahr? Ah. So, komm her. Na klar, ich habe eben gesagt, wir wollen keinen Götzen, ist mir scheißegal. Aber wenn hier der Götze ist und ich nicht mein Leben riskieren muss, um ihn zu kriegen und ich sowieso keine Frau habe, weshalb ich ihn jetzt nicht tragen könnte, dann nehmen wir ihn halt mit. Warum nicht? Ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Oh! Greifen die sich gegenseitig an? Nee. Hä? Was war denn das eben? Bong! Hat ein schönes Geräusch gemacht. So. Okay. Können wir da jetzt runter? Wir müssen da runter. So. Es gibt bestimmt auch irgendeinen ganz tollen Trick. Irgendeinen eiskalten Move, mit dem man ein Seil im Flug platzieren kann, um sich dann ranzuhängen, bevor man auf den Boden kommt. Um das Seil praktisch als Fallschirm zu benutzen, um sich dran abzuseilen. Das gibt es doch nicht! Diese kleine scheiß Fledermaus, Mann. Oh! Das kann doch alles nicht wahr sein. Ah! Wie viele Punkte hatte ich eben? 5, oder? Und jetzt habe ich einen. Und ich hatte den Ausgang schon gesehen. Oh. Oh Gott. Ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, ich muss die Spiele für Let's Plays sorgfältiger aussuchen. Wenn ich es länger gespielt hätte, hätte ich gewusst, dass Spelunky keine gute Wahl ist für mich. Das ist keine gute Idee gewesen. Genauso wenig wie Torchlight. Das ist keine gute Idee für ein Let's Play von mir gewesen. Aber es sind auch 2 Spiele, die praktisch keine Story haben. Ich hab's ja schon in Venetica gesagt. Was hier wirklich abgeht, interessiert nicht wirklich einen. Und vielleicht kann ich sie deshalb einfach als abgeschlossen ansehen, obwohl das gar nicht stimmt. Dann dreh dich um. Mist. Okay, ich bin im Arsch. Hilft ja alles nicht. Sie konnte nichts machen. Och, kommt schon. Was soll denn das alles?
Ah, blöder Affe. Aha. So, nimm den Götzen mit. Raus hier. Raus hier meine ich jetzt wörtlich. Nimm den Götzen mit, find eine Shotgun und dann ab ins nächste Level. Ah, das ist doch zum Kotzen. Das Spiel ärgert mich. Wenn es keine Serie wäre, hätte ich schon lange aufgehört und würde nicht weitermachen. Komm her. So. Was ist denn hier unten? Gar nichts irgendwie. Was macht denn der Frosch da? Sieht auch geil aus. So. Da haben wir noch eine Truhe. Okay. Vielleicht ist ja eine Shotgun drin. Hässlicher Edelstein. Der ist 1000 wert. Was ist das denn? Das ist doch nichts. Wie, und die nehmen keinen Schaden? Erzähl doch nicht. So. Was ist denn da drin? Ah! Och nee. Ich habe langsam keine Lust mehr. Okay, ich mach's nochmal. Ich hätte eben aufhören sollen. Ich hätte eben offiziell Spelunky beenden sollen. Jetzt sind es schon wieder so ein dunkles Level. Ein blöder Mist. Es gibt so viele Sachen an Spelunky, die ich nicht mag. Warum spiele ich das? So. Da ist noch mehr. Okay. Okay, gut. Dann können wir jetzt auch kurz ins Wasser reingehen. Noch ein bisschen Schätze holen. Heißt ja nicht umsonst Spelunky. Meine Fresse, warum ist denn der da nicht rangekommen? Wieder so verflucht knapp. Komm her. Oh, komm her, sag ich. Komm her. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Warum kommt denn der nicht runter hier? Na schön. Bitte schön, du wolltest es ja nicht anders. So, 6250. Ein Seil ist weniger wert. Also hat sich das gelohnt. So. Wieder keinen Toten. Bin ich ja jetzt schon gewohnt. Oh. Ich glaube, ich muss mit Spelunky und Torchlight aufhören. Es gibt Sachen, die ich viel lieber mache. Warum soll ich mir die Zeit damit vertreiben, Sachen zu machen, auf die ich irgendwie keine Lust mehr habe. Ich meine, jeder von euch kennt es, es gibt ja Spiele, die man einfach nicht durchspielt. Gibt es ja. Und Torchlight zieht sich einfach so extrem hin und Spelunky ist für mich jetzt kein Spiel, was ich unbedingt durchgespielt haben muss. Sage ich jetzt mal so offen. Das ist jetzt nichts, wo ich wirklich nach dem Ende strebe. Meine... Ja gut, ich werde da mal ein Infovideo zu machen oder so. Ich werde euch mal meine Meinung erzählen zu diesen ganzen Themen. Das muss ich ja jetzt nicht unbedingt jetzt machen. Weil das hier werden wahrscheinlich recht wenige sehen. Das Infovideo gucken vielleicht mehr. So, wir laufen einfach mal hinter dem, dann sieht er uns nicht. Nee, Mist, können... Ah, ich hab doch gar nicht... Ich hab den doch gar nicht berührt. Ah, Mist. Hab ich doch gar nicht getan. Was soll das? Los, du dummes Weib, komm. Verdammter Mist. Ein Energiepunkt ist übrig geblieben. Ich höre, wie das Wasser fließt. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. Meine Fresse, schnell weg. Stürzen sich hier in Stacheln, nur um mir den Arsch aufzureißen. Die wollen mir den Tag verderben und nur deshalb begeben sie sich selber in tödliche Gefahren und sterben dann auch noch tatsächlich. Tschüss. So. Und wahrscheinlich wird der Ausgang wieder an einem unfairen Ort sein. Super. Hier komme ich ja jetzt sowieso nicht mehr vernünftig raus. So. Weg mit dir. Ja, stirb in der Tiki-Falle. Verdient, du Mistsau. Scheiß Affen. Blöder Mist. Wie soll ich denn jetzt... Naja, toll. Und da ist der Ausgang. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Selbst wenn ich das hier wegbombe, komme ich doch nicht hin, oder? Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Doch. Boah. Da war kein Gegner drin? Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Meine Fresse. Tatsächlich mal ein Wasserlevel geschafft.
Das gibt's doch alles gar nicht. Boah. Wieder kein Totenlevel. Und dann wahrscheinlich auch selber schuld. Und dann wahrscheinlich auch wieder kein Typ, dem ich eine Shotgun klauen kann, oder? Nein, keine Shotgun. Aber der hat was anderes Interessantes. Der hat nämlich ein Jetpack, das können wir uns nicht leisten. 32.000, ich dachte, ich kann mir alles leisten. So, Kletterhandschuhe. Und Bombenkiste. So. Nein, ich habe keine Lust mehr. Nein, das war's. Schluss, Ende. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wie lange habe ich jetzt gespielt? Vielleicht eine Stunde? Anderthalb Stunden? Ich weiß es nicht. Ich habe so dermaßen keine Lust mehr auf Spelunky. Das Spiel hat für mich an diesem Punkt ein Ende gefunden. Schluss, aus. Ich habe keine Lust mehr auf Spelunky. Wahrscheinlich werdet ihr das schon bemerkt haben auf meinem Kanal. Einige Sachen habe ich abgebrochen. Mehr oder weniger abgebrochen. Also, Sachen, die dann entweder keiner geguckt hat, wie Fable 3 oder so. Ich werde da mal ein Infovideo zu machen und euch mal ein bisschen was dazu erzählen. Aber ich denke mal, das war's mit Spelunky. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Das bedeutet natürlich, Skyblocks kommt zurück, nicht wahr? Es hat natürlich auch alles ein Gutes. Tja, außer mein Minecraft-Inhalt guckt ihr sowieso fast nichts. Und da habe ich schon noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen will. Also, wir sehen uns dann irgendwann wieder. Ich weiß auch nicht. Tschüss und bis dann.